Landeshauptstadt. Denn Linz hat eine eigene Symphonie. Wolfgang Amadeus Mozart hat sie geschrieben, auf der Durchreise. Es wurde ihm zu Ehren ein Konzert aufgelegt und organisiert. Und Mozart war in der doch etwas misslichen Situation, keine Noten dabei zu haben. Er hatte kein Stück dabei. Er hatte schlicht nichts. Ja? Und damit hat auch sein Gönner und Mäzen und auch der Organisator dieses Konzerts, der Graf Thun, nicht gerechnet. Und dann blieb Mozart nichts anderes übrig, als Hals über Kopf eine Sinfonie zu komponieren. Man muss sich vorstellen, übers Wochenende. Also es waren 3 Tage zur Verfügung. Ein halbstündiges Werk in C-Dur. Unter der Leitung von Dirigent Markus Poschner und dem Bruckner-Orchester wird sie am 5. Jänner vom Konzertsaal in die Wohnzimmer übertragen. LT1 und die Musikschaffenden des Landes laden zum TV-Neujahrskonzert. Was würden Sie sich denn wünschen am 5. Jänner? Wie sollen denn die Leute zu Hause das zelebrieren? Sollen sie im Abendkleid da sitzen? Ist es okay, wenn man trotzdem noch den Pyjama oder die Jogginghose anlässt? Oder wie würden Sie sich das wünschen? Das ist eben natürlich selbst überlassen. Ich glaube, ich hoffe, es gibt eine gute Stereoanlage noch irgendwie am Fernseher angeschlossen, denn ich glaube, man muss schon ein bisschen aufdrehen. Also die Linzer Symphonie ist sehr fetzig. Und deswegen, und dann vielleicht eine gute Flasche Wein öffnen, und ob man das im Pyjama macht oder im Frack oder im Abendkleid, das sei eben selbst überlassen, das ist völlig wurscht. Mitte Dezember wurde das einstündige Konzert aufgezeichnet. Dazwischen wird getalkt. LT1-Moderatorin Sondrine Vauty gemeinsam mit Markus Poschner. Ich glaube, wir alle das versucht haben. Wir haben uns natürlich auch live hier. Klassische Symphonie trifft dann auf Musical. Dann haben wir noch einen Block mit unseren Musical-Darstellern und Sängern, der einen Ausschnitt aus der West Side Story bringt und aus dem Film und aus dem Musical Wie im Himmel. Und da freue ich mich persönlich ganz besonders drauf, weil für mich als Opern- und Konzertdirigent gehört es nicht zur Tagesordnung, dass man mit den Musical-Sängern und Darstellern ein Konzert macht. Vorhang auf, am 5. Jänner für das Bruckner Orchester hier auf LT1.